Wer bei mir im Weingut ist, der muss einfach einmal raus im Weinberg. Der muss ein bisschen Leidenschaft von mir spüren und sehen, was ich eigentlich mache. Für mich ist Weinmachen eigentlich wie ein Fußballspiel. Draußen sind wir im Weinberg die Stürmer. Ja, ja. Da müssen wir Gas geben, da müssen wir alles machen. Und im Keller ist man eigentlich nur noch der Tormann. Da können wir einfach nur noch die Bälle halten, die Qualität halten. Die Qualität von einem Wein kommt immer aus dem Weinberg. Hallo liebe Zuschauer, heute sind wir beim Weingut Peter Rudloff in Northeim. Lieber Peter, erzähl uns ein bisschen was über dich und dein Weingut und über die Stadt und wo sind wir genau? Ja, Stefan, herzlich willkommen hier direkt an der Mainschleife in Northeim am Main. Ja. Und mein Name ist Peter Rudloff vom Weingut Rudloff in Northeim. Wir sind ein ganz kleiner Betrieb, ein Familienbetrieb. Und wir bewirtschaften 4,5 Hektar Weinberge mit der Familie zusammen und machen natürlich schöne Weine, was uns natürlich auch begeistert. Für mich ist Genuss und Lebensstil für mich das Wichtigste. Und ja, deshalb bin ich auch zum Weinmachen auch gekommen. Northeim finde ich natürlich ist ein sehr schöner Ort. Wir sind ein reiner Winzerort, wir sind eine 1000-Seelen-Gemeinde. Und ich würde mal sagen, bei uns hat jedes Haus Weinberge und wir haben eine der größten Winzergenossenschaften hier im Ort. Wir haben sehr viele selbstvermarktende Betriebe, wir haben sehr viele Winzer hier im Ort. Also ich sag mal, bei uns gibt es alles rund um den Wein. Super, jetzt sind wir ja hier in so einem besonderen Fenster. Genau, wir sind jetzt hier im Weinkino. Das Weinkino ist jetzt erschaffen worden, erst vor ein paar Jahren. Und das ist für uns jetzt als Winzer eigentlich die Stelle mit dem besten Blick auf den Ort selbst und auf den Eschendorfer Lump und auch auf der Vogelsburg. Das ist einfach ein Platz, wo man wunderschön verweilen kann, wo man sich abends einfach eine Flasche Wein mit hierher nimmt und einfach hinsetzt und das Ganze einfach genießt, so wie jetzt. Jetzt ist es ein bisschen luftiger, wir haben gestern ein bisschen Regen gehabt, jetzt hat sich's wieder ein bisschen beruhigt von der Klimaten, also es ist ein bisschen kühler wieder geworden, es ist ein bisschen frischer, vielleicht raucht es ein bisschen im Video, kann ja auch sein, also es tut sich ein bisschen was, aber auch die Weinreben brauchen Wasser, ohne Wasser geht natürlich nichts. Ganz klar, ganz klar. Und du hast einerseits das Weingut hier, hast mir aber verraten, dass deine Weine zwar dein Hobby, deine große Leidenschaft sind, aber du hast auch noch einen zusätzlichen richtigen Beruf, oder? Ja, habe ich. Also ich habe Doppelherz. Doppelherz. Und ich mache das hier alles im Nebenerwerb mit der Familie. Ja. Ganz kurzum, die Familie lebt mein Hobby. Ja. Und ich bin eigentlich tagsüber hier in Northeim eigentlich nie zu sehen. Da bin ich in Würzburg. Aha. Im Weingut Juliusspital. Ja, und im Weingut Juliusspital darf ich mich um die Weinberge rund um Würzburg kümmern und bin da der Weinbergsmeister, bin da für den Außenbetrieb zuständig. Und weil man ja da nur mit den Wein anbauen, mit den Trauben zu tun hat, brauche ich dann nachher die Erfüllung, noch selbst noch Wein zu machen. Und ja, ich sage manche Sachen, ich bin verrückt, bin ein bisschen qualitätsfetischistisch, aber das macht mir Spaß, das ist mein Leben und ich lebe einfach mein Hobby. Peter, jetzt sind wir in einer deiner Premium-Weinberge. Ja, wir sind am Northeimer Vögelein und das ist so der lange Graben. Das ist bei uns eine sehr warme Lage. Und bei unserem Silvaner Edle Rebe. Edle Rebe ist für uns die Premium-Bezeichnung. Und ja, an dem Ort, wer bei mir im Weingut ist, der muss einfach einmal raus im Weinberg. Der muss ein bisschen Leidenschaft von mir spüren und sehen, was ich eigentlich mache. Und was ist das Verrückte oder was ist das Schöne an dem? Ich erziehe den Weinberg als Kordon. Und zwar, wir haben durch die Klimaverschiebung haben wir immer schwierigere Phasen, wo halt der Rebstock auch durch schlechtere Zeiten durchkommen muss. Und bei der Kordonerziehung habe ich halt einen sehr hohen Anteil, wenn man dann jetzt praktisch sieht, das sind richtige massive Schenkel. Ne? Und in dem ganzen Holz stecken auch viele Inhaltsstoffe. Und das ist für mich der Akku für schlechtere Zeiten. Peter, Kordon, entschuldige, dass ich unterbrich, Kordon heißt, du schneidest die Rebzweige nicht komplett zurück, wie es der normale Winzer macht, sondern du lässt vieles stehen.
Genau, ich lasse praktisch, das ist ein Cordon, der in ein Goyon eingepackt ist. Mhm. Und der hat viel Altholz an. Ich gehe mal runter, ich zeige dir das mal. Ja. Und jetzt habe ich natürlich hier immer wieder so einen Cordonarm. Ja. Und darauf schneide ich immer zwei neue Triebe drauf. Aha. Lass damit die Rebe langsam wachsen. Ja, Rebschnitt ist für mich auch ein Stück Handwerkskunst. Und das ist ja in der letzten Zeit, sag ich mal, durch die ganze Mechanisierung vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Und dem habe ich mich sehr gewidmet. Oder dem bin ich mal auf den Grund gegangen und habe da gute Jungs kennengelernt aus dem Friaul. Den Marco Simonet, der eigentlich die Technik mehr oder weniger lehrt, einen wundarmen Rebschnitt. Also ja. Das heißt, wir versuchen der Rebe so möglichst wenig Wunden zuzuführen und lassen die praktisch ihren freien Lauf, lassen die einfach wachsen und schneiden nie ins alte Holz zurück. Und man hat halt festgestellt, dass überall, wo die Albarello-Erziehung ist, die Bäumchenerziehung, die wir leider hier nicht haben, überall da gibt es weniger kranke Reben. Ah, und okay. Jetzt haben die Jungs eigentlich nur das gemacht, die haben eine Technik entwickelt und haben die Albarello-Erziehung in einen Goyon gepackt, sodass das Ganze wieder schön mechanisierbar ist. Und das Ganze habe ich gelernt, mache ich jetzt seit über 10 Jahren. Und ich sehe halt mittlerweile ganz homogene Rebestände. Ich sehe den gleichen Austrieb, ich sehe den gleichen Wuchs. Dadurch blühen die Trauben gleich. Und ich habe in meinen späteren Weinen einfach viel mehr Druck, ich habe viel mehr Inhaltsstoffe, es wird mineralischer. Ich meine, wenn man der Rebzahle hochguckt, da sieht man einfach eine Einheit, das ist wunderbar. Ja, okay. Und vom aktuellen Stand, ne, die Blüte ist gerade eben rum. Und die Krankheiten sind minimiert dann, oder? Die Krankheiten, die hauptsächliche Krankheit, die SK-Krankheit, wo praktisch über den Rebschnitt, also über der Schnittwunde eindringt, die ist viel minimierter dadurch. Okay. Die ist viel minimierter. Den Rebstock jetzt besser. Die Saftleitbahnen sind einfach besser versorgt. Wir haben einen homogenen Wuchs. Und das ist auch, wenn es uns gut geht, dann haben wir auch Spaß und gedeihen gut und haben Leistung. Und genauso ist es bei der Rebe auch. Das ist, für mich ist Weinmachen eigentlich wie ein Fußballspiel. Draußen sind wir in Weinberg die Stürmer. Ja, ja. Da müssen wir Gas geben, da müssen wir alles machen. Und im Keller ist man eigentlich nur noch der Tormann. Da können wir einfach nur noch die Bälle halten, die Qualität halten. Die Qualität von einem Wein kommt immer aus dem Weinberg. Da ist der Boden wichtig, da ist die Begrünung wichtig und da ist die Rebe wichtig. Das ist für uns eigentlich, oder für mich ist das das Allerwichtigste. Das sind ja so die Weinblätter. Das ist für mich der Sonnenschirm. Der Sonnenschirm für die Trauben. Wir stellen die Trauben frei, sodass die Trauben innen drin Luft haben, dass die ablüften, dass die nicht faulen in der Reife. Mhm. Aber von außen bleiben die ganzen Blätter. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Ich möchte keine direkten Sonnenstrahlen auf der Beere haben, weil durch zu viel Sonne verliere ich Aroma. Aha. Und das ist wie die Haut. Die Haut wird mit zu viel Sonne braun oder rot. Und genauso schützt sich dann die Bärenhaut auch, dass sie nicht kaputt geht. Also ich möchte immer die Dachblätter, die Traube schützen vor der Sonne, die möchte ich haben beim Weißen, um einfach eine viel feinere Aromatik zu kriegen. Das mache ich auch nicht mit der Maschine, das wird mit der Hand gemacht, weil da kann ich selber entscheiden, was ich jetzt wegmache und was ich dran lasse. Sehr interessant. Mhm. Wir sind hier am Aussichtshügel von Nattheim. Das ist der höchste Punkt von Nattheim. Nattheim liegt auf 197 Meter, der ist 100 Meter höher. Was macht es da oben so schön? Ich gehe da oben ganz gerne im Sommer immer wieder rauf. Es ist ein sehr luftiger Ort, also da ist immer viel Frische. Und was ich sehe eigentlich 80% der ganzen Rebfläche von hier, was Franken überhaupt bewirtschaftet. Ich sehe den Steigerwald, ich sehe bis fast nach Würzburg, ich sehe drüben den Eschendorfer Lump. Und so erkläre ich eigentlich immer unseren Leuten, wie eigentlich unser Terroir entstanden ist. Drüben der Eschendorfer Lump ist der Prallhang und wir sind so der Gleithang. Das, was praktisch damals im germanischen Becken, was da das Wasser sich seinen Weg gebahrt hat, ist praktisch, hier liegt eigentlich ein bisschen mehr so der Sandige, das ist der Geröll obendrauf. Mhm. Und drüben dann am Lump ist dann gleich der Muschelkalch zu finden. Bei uns ist ein bisschen tiefer der Muschelkalch. Das ist die
vorlese aus all meinen Rotweinen. Mhm. Ich ernte praktisch meine Rotweine vor und das Cabernet, das Blauer Zweigel, da ist die Domina mit dabei. Und es wird dann als Ganztraube abgepresst. Was ist für mich beim Rosé das Allerwichtigste? Das ist die Farbe. Mhm. Und ich möchte nur eine ganz zart leichte Farbe haben. Und das macht auch dann die Frische und das Leichtfüßige aus. Wenn man hin in der Nase, wunderbare Aromatik. Ne? Ich habe so einen ganz leichten, bärigen Charakter. Ein bisschen Himbeere, ein bisschen Johannisbeere ist damit dabei. Und auf der Zunge ist es natürlich, baut schon ein bisschen Spannung auf. Also das ist jetzt nicht nur ein leichter Sommerwein, sondern er ist in der Frucht nicht so dominant. Ist eigentlich etwas verhalten, ist dezent. Aber er hat schon etwas Kraft, ist schon ein wenig füllig. Für mich, ich habe letztens mit einem Kollegen zusammen probiert, mit dem Bernhard. Und da sagt er, na, da steckt schon ein bisschen Ernst mit dabei. Also das ist schon ein Wein, den man aber wunderbar zum Essen platzieren kann. Ne? Aber ich hätte gesagt, wir stoßen an. Zum Wohle. Zum Wohle. Also du merkst am Gaumen, ne, wenn der Mund jetzt leer ist, dass du die Mineralität sogar noch merkst, den Druck am Gaumen noch. Und für mich, ich habe immer so das Gefühl, das Wasser läuft einem Mund zusammen. Ja. Es hat nochmal einen zusätzlichen Speichelfluss. Und wenn ich das immer beim Wein geschafft habe, dass man so den Wunsch hat, nochmal nachzutrinken, dann sage ich immer, super. Terroir F-Punkt, das sind so die magischen Punkte, die magischen Stellen von den jeweiligen Weinlagen, wo man extra herausgearbeitet hat. Das ist jetzt ein Punkt, da hat man was geschaffen, wo man halt praktisch wegen das Weinleben, das Stilleben des Winzers erklärt, mit verschiedenen Motiven, was da passiert. Und unter anderem die größte Attraktion ist natürlich hier oben dann unser Aussichtshügel. Der Aussichtshügel, das ist halt bombastisch, das ist ein 360-Grad-Blick. Für mich ist das der Blick, wo man halt immer sagen muss, hier sehe ich eigentlich fast 80% der fränkischen Rebfläche. Ich kann in allen Lagen fast reinschauen und das ist gigantisch. Das ist für mich im Sommer eigentlich der Ort. Da gehe ich ganz, ganz gerne mit unseren Weinkunden, mit unseren Weinfreunden hoch. Und mit der Aussicht kann man da Wein also bombastisch genießen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Northeim an sich ist ja auch ein sehr touristischer Ort. Und bei uns ist viel Fahrradtourismus, viel Weintourismus. Und da braucht es natürlich solche Plätze, um einfach den Weinfreunden, den Weingast was zu bieten. Und wie gesagt, hier am Terroir F-Punkt finde ich das also wirklich, wirklich grandios. Ja, ich habe meine eigene Qualitätspyramide aufgebaut und mit einem Kollegen zusammen, der eine Werbeagentur hat. Und so haben wir praktisch auch die Namen vergeben, wie das jugendliche Segment, unser Einstiegssegment, unser Gutswein. Die nennen sich die jungen Triebe. Die jungen Triebe sind praktisch Weine, die Spaß machen, die einfach zu jedem Anlass zu trinken sind. Oder dann hier sind wir in dem Lagenwein. Das sind die klassischen Bären, nennen wir die. Und da findet man dann die jeweiligen Weine aus der jeweiligen Lage. Und das da oben natürlich an der Spitze, das ist unser edle Riebe. Das sind nachher das von den allerbesten Weinbergen. Und speziell selektiert sind es dann die Weine, die dann ausschließlich im Holz ausgebaut werden. Spontan vergären. Hier teilweise im Holz, teilweise Spontanvergärung. Und die unteren, die Gutsweine, die sind dann im Stahl ausgebaut, außer Rot. Rot ist 100% Holz. Holz heißt aber nicht immer Barrique. Wir haben zwei Arten. Wir haben Barrique und haben Tonneau. Tonneau sind 500 Liter Fässer und Barrique sind 225. Wir machen aber darauf im Etikett, machen wir keine große Werbung damit. Wir zeigen das vielleicht nur mal ganz leicht in der Preisliste an. Für mich ist das was Unterstützendes, was Begleitendes. Aber nicht irgendwie was Maskierendes. Das ist für mich das große Ziel, werden wir auch dann in den Weinen verkosten gleich. Und ja, wir waren ja vorhin im Weinberg draußen, wir waren an Northeimer Vögelein, am Silvaner, an meinem Premium Silvaner. Hier der Wein, das kriegen wir jetzt dann auch gleich mal im Glas kredenzt. Und Stefan, ich sag, auf geht's, wir probieren jetzt einfach mal. Wir haben einen Northeimer Vögelein, einen Silvaner. Aha.
Silvaner Edle Rebe nennt sich das Ganze. Ist gewachsen, wie gesagt, im Nordheimer Vögelland. Am Weinberg waren wir ja vorhin draußen. Das ist die Kordonanlage, wo ich gesagt habe, das ist mit einem sehr hohen Altholzanteil. Ja. Also das sind die Art von Weine, die baue ich zu 100% im Holz aus. Das ist so für mich das gekonnte Nichtstun und einfach nur viel überwachen. Wir ernten die Trauben per Hand, selektieren sehr stark, passen natürlich unheimlich im Weinberg auf von der physiologischen Reife. Also das heißt, wir wollen das Ganze am optimalen Punkt ernten. Es darf nicht zu viel Alkohol haben, darf auch nicht zu wenig Alkohol haben. Das ist auch mein Job wieder im Jülerspital. Ich bin praktisch in der Lese draußen unterwegs und probiere eigentlich jeden Tag Bären und entscheide, wann wird wann wo was gelesen, zusammen mit dem Kellermeister dann im Betrieb. Und so mache ich das natürlich zu Hause auch. Und so suche ich eine physiologische Reife. Das heißt, ich probiere dann die Bärenhaut, ich probiere die Bärenkerne. Ich sehe, wie sich das Fruchtfleisch alles lösen lässt. Und dann entscheiden wir, hopp, das ist jetzt der optimale Zeitpunkt. Dann wird natürlich sowas gelesen, sowas geerntet. Und wird dann auf der Maische mehr oder weniger ziehen lassen, weil die meiste Frucht, die steckt ja immer noch in der Bärenhaut. Ja, aber ich erzähle eigentlich schon fast zu viel. Ja, das ist. Also zum Wohle. Wohl. Mhm. Ja, das ist jetzt ein Silvaner, der nicht von der Frucht getragen wird, sondern von der Tiefe, von der Mineralität. Und wenn wir jetzt hier reinriechen, der ist aus dem Jahr 21. Das Ganze liegt danach natürlich immer noch ein Jahr länger auf der Hefe und im Fass liegt auf der Vollhefe. Also da wird nichts getan, da wird einfach ruhen gelassen und reift vor sich hin. Hat mir jetzt hier für mich so in der Aromatik eine sehr reife Aromatik, geht für mich so ein bisschen in die Birne, in die Quitte rein. Im Trunk ist es noch sehr frisch, ist nicht so kräftig, ist einfach sehr fein, sehr subtil, ne? Ja. Und unheimlich salzig im Abgang. Also sehr salzig, sehr mineralisch, sehr druckvoll und für mich auch der idealste Speisebegleiter, also muss ich wirklich sagen. Auch für Fisch, für sommerliche Salate oder was auch immer, ne? Nee, das ist für mich schon, da geht schon kräftiger, also da brauche ich schon was Geschmortes, was Gebratenes, also was geht wunderbar zu Fisch. Mhm. Oder was ich mir noch vorstellen kann, dass das super gut zu Risotto und so geht, ne? Also wo ich irgendwas Cremiges dabei habe, einfach wo ein bisschen Fülle, wo sich das Ganze dann miteinander trägt, finde ich echt fantastisch. Sieht es ja dann an der Farbe, habt dann eine schöne gelbliche Farbe und ja, das ist für mich einfach mein Stolz, das ist für mich Weinleidenschaft. Klasse, toller Wein. Auch schön fruchtig, wunderbar vom Aroma. Für mich ist sowas ganz wichtig, dass das auf der Zunge sehr subtil ist. Dass das vor allem ganz langsam, ganz fein auf der Zunge auch liegt. Und dann, dass sich auch im leeren Mund noch richtig entwickelt. Und einfach, man merkt, das bebt im Mund und spiegelt halt das Ganze wieder. Ja, Peter, jetzt sind wir ja bei deinem Kunstwerk angelangt. Rotwein. Du hast uns jetzt ein Glas eingeschenkt. Warum stehen da vier Gläser? Ja, für mich ist guter Wein gutes Werkzeug. Ja. Das hätte ich gerne mal mit dir jetzt zusammen zelebriert. Der Wein ist das Werkzeug oder das Werkzeug ist das Glas? Das Glas ist das Werkzeug. Das Glas ist das Werkzeug. Und ein Kunstwerk, wir verkosten jetzt gleich ein 20er Kunstwerk aus 2020. Ist jetzt auch gerade frisch aus der Flasche gekommen. Und Kunstwerk ist von uns das auch wieder unser Premium-Wein. Das ist ein Cuvée aus Cabernet und Blauer Zweigelt. Also ein österreichischer Ausflug. Ja, genau. Ich habe mir da lang Gedanken gemacht, was für Rebsorten nehme ich dafür her. Ich liebe natürlich auch ganz gern Spätburgunder. Mhm. Hatte jetzt aber draußen im Weinberg selber nicht die freie Lage, um Spätburgunder pflanzen zu können. Mhm. Ich wollte jetzt kein Silvaner oder kein Weißburgunder schnell opfern, dass ich dann jetzt einen Spätburgunder kriege. Habe mich dann ein bisschen informiert, bin draußen ein bisschen rumgereist, habe gesagt, was wären. Das Ziel war einfach ein kräftiger Rotwein mit internationalem Format.
Ich war mit Italiener zur Schule und bin da anfangs immer aufgezogen, waren so ungefähr, ah, ihr macht auch rote Weine. Na, und so ungefähr, wir machen Rotweine. Das war dann, glaube ich, für mich Ansporn genug, einfach da Gas zu geben. Und das ist jetzt eine Sache, die einfach wirklich Herzblut ist. Das ist fetischistisch eigentlich schon fast, wenn wir an der ganzen Sache rangehen. Und wie wir das zelebrieren. Das ist der Wein ist eine Maischegärung, der liegt sehr lange auf der Maische und wird dann im Barrique ausgebaut. Und also die Mehrzahl ist sogar neue Barriques. Mhm. Also wir investieren da auch sehr viel Geld und nehmen uns da die Zeit dafür. Und ja, ich hätte gesagt, wir probieren erstmal das Erste. Und wie gesagt, das ist jetzt vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt nach Deutschland oder nach Franken zu schieben. Es ist von der Frucht. Von der Frucht natürlich sehr expressiv. Also man hat sehr viel dunkle Beeren, man hat Kirsche mit dabei. Man hat auch, ich sag mal, sehr dunkle Waldbeeren auch. Ne? Ja. Und ein Stück weit merkst du dann so in der zweiten Geruchshälfte ein bisschen so, ja, fast ein bisschen so das Weihnachtliche noch mit durchkommt, ein bisschen Nelke noch mit dabei ist. Toll. Vielleicht, wir können es auch mal ein bisschen Richtung Caramono mitschieben. Auf der Zunge natürlich ein wahnsinnig samtiges, strukturreiches Tannin. Ja. Sehr weich auch. Und ja, mit sehr viel Nachhall, ne? Mit sehr viel Druck, mit einer schönen Saftigkeit. Also ein echtes Kunstwerk. Ja, also das Schöne ist, was mir halt auch gefällt, dass ich mit dem Wein, den wir jetzt wirklich schon viele Jahre machen, auch sehr viele Leute schon begeistern konnte. Er hat sich sehr gut etabliert in der guten, gehobenen Gastronomie und wird halt da zu Essen gereicht und man kommt oftmals nicht drauf, dass es ein deutscher oder ein fränkischer Rotwein ist. Also ich denke, das haben wir mit dem Wein schon ein Stück weit gut ausarbeiten können, dass man da wirklich unseren Gedanken dahinter sieht, unsere Qualitätsphilosophie sieht. Also ich sage, wer bei uns das Haus besucht, der muss unbedingt auch Rot probieren. Auch derjenige, der sagt, der trinkt nur italienische oder spanische oder französische Rotweine. Er hat gesagt, wenn es nicht taugt, dann sagen sie mir einfach, es schmeckt nicht. Aber man sollte bei mir schon mal Rotwein verkostet haben. Also ich sehe keinen Unterschied zwischen dem gehobenen Franzosen oder Italienern zu dem hier. Ja, das Glas ist ja das zum Beispiel jetzt, das ich ganz kurz mal vielleicht, wenn ich zum Werkzeug eingehe. Ja, gern. Das ist das Gabriel-Glas. Mhm. Gabriel ist ein Hersteller. Ein Hersteller, genau. Der ist auch so fetischistisch gewesen. Das ist ein Bordeaux-Liebhaber. Ja. Und der hat immer nicht gewusst, welches Glas sein Bordeaux-Wein braucht und hat sich dann ein Allround-Glas eigentlich selber kreiert. Und das finde ich auch, das ist ein Glas, was auch sehr gut zu unserer Weine passt. Mhm. Und das ist jetzt noch was viel Ausgeflippteres. Das ist ein Zierglas. Das ist, ja, ich sag mal fast ein heimisches Glas. Das kommt aus Bayreuth. Aus Bayreuth? Ja. Und da bin ich geboren. Das ist ja sensationell. Ich schenke dir mal ein. Und da kannst du die zwei Gläser nochmal miteinander. Wie heißt das? Zierglas? Zier. Hergestellt waren sie, glaube ich, in Ungarn. Und vertrieben wird es über die Firma Zier. Die Form gibt natürlich dem Wein noch mal ein ganzes Stück mehr Luft, mehr Sauerstoff. Ja. Deshalb haben wir auch für den Rotwein oder für die Gräfin und für den Silvaner haben wir auch das Rotweinglas oder haben wir ein großes Glas. Solche Weine, die vertragen auch durchaus noch mal die Karaffe. Also man kann sowas noch karaffieren. Es braucht unbedingt, große Weine brauchen immer ein großes Glas. Das ist Pflicht. Mhm. So, jetzt ist dein Part, selbst zu urteilen. Wow. Ist natürlich, das ist eine Leichtigkeit, ne? Wie der Wein eigentlich da drin schwenkt, wie er sich da drin öffnen kann. Ja, also
Der Geruch ist ja schon viel enormer wie bei dem anderen. Beim anderen war es schon sensationell. Also wir sind da in schon in der Königsklasse, sage ich mal, was Weingläser betrifft. Und was jetzt hier ist, ich sage mal, das Gewürzige vielleicht noch ein bisschen stärker im Vordergrund, aber hier ist einfach noch mal mehr Frucht unterwegs. Boah. Hier verspürt es nachher noch mal mehr Länge. Das Tannin am Gaumen, das ist dann auch noch mal feiner, finde ich. Toll. Und was hat es auf sich? Das hat nicht nur die Glasform, sondern das Wichtigste am Glas dann, wenn man das verkostet, ist der Rand. Und das ist das hauchdünn. Ja, und das ist der, wie er auf der Zunge auftrifftet, der Wein. Das ist der entscheidende Geschmacksunterschied. Aha. Und die Zunge ist ja praktisch in Geschmackszonen eingeteilt. Ja. Und je nachdem, über welchen Glas wir auf der Zunge auftrifftet, das nimmt man dann wahr. Aha. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und hier sind sie leicht bei dem Großen nach innen abgerundet und beim anderen? Läuft der spitzer auf der Zunge und da läuft der breiter auf der Zunge. Aha. Und so hat man auch, das ist die unterschiedliche Wahrnehmung dann. Wow, wirklich toll. Ich könnte mich gar nicht richtig entscheiden, jetzt, was ich nehmen würde, ob rechts oder links, ob groß oder kleiner, ob Gabriel oder Zia. Ich finde beide sehr stark. Jedes hat für sich spezielle Vorzüge. Na, hier ist die Aromatik ein wenig vielschichtiger, hier ist es bäriger. Mhm. Hier habe ich nachher ein bisschen mehr, habe ich so den Säureeindruck, habe ich noch ein bisschen stärker die Säure zu spüren. Hier ist noch ein bisschen weicher, hier ist dann von der Länge her ein bisschen feiner, hier ist ein bisschen saftiger. Also ich denke mal, am besten alle zwei Gläser nehmen und nebeneinander stellen. Ja, lieber Peter, ich bin total geflasht, was ich hier erleben durfte. Ich habe ja dein Weingut über den Ralf Bachtaler kennengelernt. Was heißt, er hat euch empfohlen. Das ist ein absoluter Weinfreak, ein Weinkenner, ein Weinliebhaber. Okay. Und der hat wohl über Tommaso, das ist einer deiner Lieferanten. Willst du uns da noch was sagen? Ja, verschiedene Vertriebswege ist natürlich klar. Du hast Tommaso zum Beispiel angesprochen. Tommaso ist ein Italiener, der hauptsächlich italienische Weine vertreibt und auch unsere Weine. Und auch ein bisschen so, was die so Feinkost angeht, ist auch ein Qualitätsfetischist, das ist ein Verrückter. So wie wir, glaube ich, alle sind, wir Qualitätsfanatiker. Und ja, so habe ich halt verschiedene Vertriebswege. Und so verkaufe ich zum Beispiel auch in Würzburg über Rot-Weiß-Rosé. Ja. Oder jetzt wie Fürth Bobbenreuth über Weinberg Wolf. Mhm. Also haben wir sehr gute Adressen oder sind in der guten Gastronomie unterwegs, auch in der Sterne-Gastronomie. Ich sage, Wein öffnet Horizonte, Wein öffnet Wege. Und das liebe ich eigentlich, dass man immer wieder neue Leute kennenlernt. Und das macht eigentlich immer Spaß. Ich habe auch so das Gefühl, eure Weine sind mehr in dieser gehobenen Gastronomie tätig, oder? Es kommt drauf an. Also wir haben auch in gut bürgerlichen Häusern unsere Weine platziert. Aber ich sag mal, für mich ist so, ich versuche Unikate zu machen. Mhm. Und einfach Weine mit viel Tiefe, mit viel Sinn, mit viel Geschichte. Und das hat halt da, ich sag mal, in diesem Platz, in der gehobenen Gastronomie einfach einen guten Stellenwert. Super. Ich werde all diese Filme in der Videobeschreibung verlinken. Eure Homepage, die Homepage von den Tommaso Rot-Weiß, somit, dass die Kunden auch in den Genuss kommen können von diesen tollen Weinen. Sehr gerne. Wir haben einen Webshop, also ganz gerne auch vielleicht nur mal mit einem Probierpaket starten. Also ich sag mal, oder am besten mit uns Kontakt aufnehmen und dann können wir einfach noch ein bisschen spezieller beraten. Oder Sie besuchen hier uns, machen mit uns eine kleine Tour. Ich glaub, so wie ich es mit dir gemacht habe. Ja, jeder, der da einmal da oben auf den Berg war, der wird nie mehr diese Emotionen vergessen. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Das ist auch der Weg durch die Natur, ist doch immer das Feinste, das ist am einprägsamsten und macht Spaß. Ich danke, dass du da warst und wünsche einen guten Film.
dass wir was Schönes dabei rauskriegen. Also ich denke, wir haben was Gutes in die Kiste gekriegt. Es wird richtig gut. Ja.